Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kanalvorstellung. Ja, heute der Kanal Lago. Und wir sind gerade auf der Übersichtsseite. Man sieht schon richtig viel los hier. Und richtig schönes Banner sehe ich hier. Fußball im Hintergrund. Wird wahrscheinlich auch sehr viel mit Fußball sein. Haben wir hier in der Mitte nochmal ganz groß Lago. Richtig cool. Hier der Pokal. Und als Avatar ein Bild. Ja, sieht doch toll aus. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Kanalinfo und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir haben hier 157 Abonnenten, 3.950 Aufrufe, Beitritt am 14.06.2014. Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Lago LP und mache Let's Plays. Auch wenn ihr bei mir überwiegend der Ball durch den Bildschirm rollt, werde ich aber auch immer mal wieder andere Spiele bringen. Wenn ihr wollt, lasst doch bitte ein Feedback da oder besucht mich doch mal auf Facebook. Mit freundlichen Grüßen, Lago. Bin für Let's Player Vorschläge offen, aber kein Minecraft. Ja, da zocken so viele. Aktuelle regelmäßige Let's Play Pläne, PES 15, da haben wir noch so eine Adresse dabei, und Mafia, haben wir auch noch eine Adresse dabei, okay. Dann haben wir Details, geschäftliche Anfragen, E-Mail-Adresse, Land Deutschland, Links, Banner von No Name, Twitter, Facebook und Google Plus. Ja, sauber, sieht doch schon mal toll aus. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Playlist, was wir denn hier so schönes alles haben. Da haben wir Goofball. Dann haben wir Mafia. Hello Kitty Online. Let's play together. Ach du Scheiße. Und dann diese Farbe so rosa. What? Geil. Ja, warum nicht? Man muss alles, das ist immer wieder witzig, immer wieder was Neues zu entdecken. Und ich wusste ganz offen und ehrlich nicht, dass es davon noch ein Spiel gibt. Ich wusste zwar, dass es ein Geschäft gibt mit tausenden von servierten Bildern und sonst irgendwas, aber dass es davon auch schon ein Game gibt. Oh Mann. Ja gut, ich bin vielleicht zu alt. Dann haben wir PS 15 Meisterliga Stoke City. Ich denke mal, es wird Fußball sein hier. Ich hoffe es mal, dass ich jetzt richtig sage. Ich weiß nicht, ich kenne das jetzt nicht. Wo man Meisterliga hat, immer was mit Fußball zu tun. Ah, hier ist auch. Ja gut, es wird Fußball sein. Gerettet. War Thunder. Oh, sehr schönes Spiel. Anderes Zeug. Hm, Dr. Pepper. Boah, das habe ich damals auch mal getrunken. Wahnsinn. Dann haben wir Left 4 Dead 2. Sehr, sehr schönes Spiel. Payday 2. Auch ein sehr cooles Spiel. Da muss man so, ballern, Bank ein- und ausrauben und ja, man zieht halt eine Clownmaske auf und ja, ist eigentlich ganz lustig gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Dann haben wir, das ist wieder PES 15, CL, FC Bayern München. Sehr schön. Fußballmanager 14, FC Schalke 04. Cool, da ist er die ganze Zeit managen und so. Sehr interessant auch. Und The Saboteur 29 Videos. Sauber. Dann haben wir direkt hier, sieht man schon, Playlist Fußball ist unser Leben. Da könnt ihr dann direkt drauf zugreifen, dass alles was mit Fußball zu tun hat. Dann auch mal was mit Story haben wir schon hier. Unterschied in der Saboteur und Mafia. Sehr cool. Und Shooter und Action haben wir nochmal unterteilt. Da ist dann Payday, oh ja. Left 4 Dead, ja, da ist Mehrheitsgemetzel. Und War Thunder, da ist ganz viel Action. Und da pädagogisch wertlos. Das trifft zu. Also, wie ich gerade mich schon erschrocken habe, dass ich diesen rosa Bildschirm gesehen habe, steht hier direkt pädagogisch wertlos. Das ist sehr witzig, ja. Na gut, ich denke mal, für Kinder ist das schon interessant, ja. Aber, naja, unser Eins denkt sich dann, oh, gesehen, ja, gezockt, da zock mal doch dann lieber Shooter in Action, bin ich jetzt mal ganz der Meinung. Ja, Goofball, das kenne ich überhaupt nicht. Das Männchen sagt mir was, das habe ich schon mal gesehen. War das nicht auf so einer Reparaturauto-Werkstatt-Werbung drauf oder was? Ich weiß nicht, irgendwie kommt das bekannt vor. Ist auf jeden Fall nicht der 300 Meter große Marshmallow-Mann von Ghostbusters 1. Der wird's nicht sein, aber sieht auf jeden Fall alles sehr lustig aus. Ja, cool. Dann gehen wir mal auf Videos. Na, gehst du? Gehst du auf Video? So, da haben wir Let's Play Payday 2. Wir deppen können es auch leise. Saugeil. Vor 21 Stunden. 9 Aufrufe. Sehr schön. Das ist also das aktuellste Video hier. Und dann sieht man schon, gucken wir mal. 2 Tagen, 5 Tagen, 6 Tagen, 1 Woche. 1 Woche, 2 Wochen. 3 Wochen, also hier wird fleißig hochgeladen. Die Thumbnails sehen geil aus. Wir blenden jetzt mal dieses Hello Kitty aus. Aber trotzdem schön gemacht, muss ich sagen. Hier mit oben Hello Kitty oder was. Dann hier oben 02 reingekritzelt und ja. Und auch hier sieht doch alles toll aus. Kann man gar nichts sagen. PD, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Ist auf jeden Fall schön abwechslungsreich. Auch hier sieht sehr schön aus. Finde ich cool. Haben wir sogar ein Infovideo reingemacht. Sehr cool. Gehen wir mal durch. Ihr seht schon, liebe Leute. Habt ganz schön viel zu gucken hier. Und dann würde ich euch sagen, schaut doch unbedingt mal rein hier. Dann gehen wir auf die Übersichtsseite. Und dann würde ich einfach du hast sagen, yo, du hast. Ich würde sagen, wir gucken uns auch dieses Video an hier. Ich muss mal wieder ein bisschen laden lassen. Hier oben haben wir nochmal Bannerschützen, Devil, das Spiel. Ich freue mich über jede Unterstützung, aber auch über konstruktive Kritik. Ja.
Meine konstruktive Kritik ist, weitermachen. Machst du sehr gut, weitermachen. So, was haben wir denn dann noch? Alle Videos, genau, das sind alle aktuellsten, was hochgekommen ist. Dann sehen wir vor 21 Stunden das. Hat man schon dann, ach, guck mal, direkt auf der Übersichtsseite haben wir dann natürlich Fußball ist unser Leben. Für alle Fußballfans, die sich sehr für Fußball interessieren, könnt ihr direkt hier drauf zugreifen. Drei Let's Plays oder drei Playlisten mit Fußball. Dann hier mit Story wieder die beiden, Saboteur und Mafia. Dann haben wir direkt Shooter und ja, das pädagogisch wertlos, ne? Da gehen wir mal weiter runter. Und dann haben wir anderes Zeug noch, auch noch hier mit drin. Das ist auch cool. Infovideos sind immer gut. 100 Abonnenten Gewinnspiel, sehr, sehr cool. Sehr interessant auch, ja. Was ich Konstruktives noch sagen kann, keine Kritik oder so, aber du kannst ja hier unten noch eine Liste aufmachen, also auch so eine Reihe, wo was drin steht, und dann würde ich einfach beliebteste Videos noch mit reinklatschen. Also musst du nicht mehr, wie gesagt, sein Kanal, aber das ist immer cool, weil da gucken auch manche mal, ach, was waren am beliebtesten, das finde ich einfach cool, und dann sieht man, oh, da sind die meisten Klicks, alles klar, schaue ich mir auch mal an, ist eigentlich eine ganz gute Sache, höre ich immer wieder. Musst nicht, aber wenn du da noch Lust und Zeit hast, kannst du es ja noch irgendwo mit einfügen oder über das drüber hier, dass das hier oben ist oder ganz oben oder unten, wie du magst, aber naja. Ansonsten sehr, sehr geil, ja, auf jeden Fall. Sehr leicht zu finden, gerade für die Leute, wenn die nur Fußball gucken wollen, zack, hier drauf. Oder Story, zack, Action, zack. Und dann kann man direkt losstarten. Gut, da würde ich sagen, dann lassen wir mal die Spannung hier und dann schauen wir doch mal rein, was uns dann hier so bei Payday 2, wir deppen können, ist auch leise, erwartet. Und dann würde ich sagen, Film ab. Nicht schon alles geladen, während ich hier noch am Teilnehmen bin. Der Host hat das langsamste Internet. Und diesmal können uns keine anderen Spieler scheuen. Okay, die ganzen Zusatzpunkte, da brauchen wir nicht. Obwohl doch Aussichtspunkte, weil es lustig ist. Da brauchen wir nichts mehr ändern. Ich wäre soweit. Und du? Gut. Ja, dann. Okay, jetzt bei Todesmut ist das Problem. Wir können nicht hier außen rum. Wir müssen innen rum. Also. Auf die müssen wir aufpassen. Da warten wir lieber noch. Wir wissen nicht, wo der reingeht. Na toll, er geht in den Raum und da müssen wir rein. Wollen wir da nicht ummähen? Das ist ein bisschen riskant, wenn du denen entgegenläufst, die Maske noch nicht aufhast und noch mitten im Gang stehst und. Boah, das ist so spannend. Jetzt habe ich ein bisschen länger laufen lassen, weil es einfach so mitreißt. Also ihr macht das echt gut. Tonqualität ist top. Bildqualität ist auch top. Und es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Man sieht schon, man kann sich vorher sogar noch angucken, was man überfällt. Und das finde ich so cool gemacht. Also ich muss mir das, glaube ich, auch mal angucken. Und vielleicht sogar mal zocken. Irgendwie ist das, reizt mich das schon, das hat schon was. Das letzte Mal, wo ich sowas gesehen habe, dass so eine Bank ausgeraubt wurde oder so, war bei GTA 5. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein bisschen Ähnlichkeit hat oder ob das dann noch ein bisschen mehr auf Action hier basiert ist. Aber so mit dem Ausspionieren und wo man hin und Fluchtweg und so, kommt mir sehr bekannt vor. Aber ist echt geil, muss ich sagen. Also ihr macht das echt gut. Und liebe Leute, ich kann euch nur empfehlen, schaut unbedingt mal hier rein. Ja, ihr habt da schon 14 Parts zu gucken. Solltet ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr hier auf der Seite von Lago seid, auf jeden Fall mal hier bei Shooter und Action direkt hier Payday 2 anklicken. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe mir da schon ein paar Videos angeguckt und es macht sehr viel Laune auf jeden Fall. Also das ist schon, das macht ihr schon sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Kanäle. Schauen wir mal, was haben wir hier so. Da seht ihr dann angesagte Kanäle, wahrscheinlich Kumpels oder vielleicht sogar andere größere Kanäle. Doch, hier gut, 999 wahrscheinlich. Einer der ganz großen und dann hier ein paar Freunde, so drin finde ich immer sehr cool. Wie gesagt, gegenseitig unterstützen, das A und O. So wird man da ein bisschen bekannter, finde ich immer ganz nett. Diskussion, haben wir hier was? Oh, hier ist richtig viel los. Da sieht man auch, es wird immer fleißig geantwortet unter jedem Video. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, irgendwas ist, wird immer geantwortet. Finde ich auch sehr cool. Man geht drauf ein und kann man gar nicht besser machen. Super. Ja, dann sind wir auch schon soweit durch. Dann würde ich einfach nur sagen, liebe Leute, wenn es euch doch gefallen hat, schaut unbedingt mal hier rein, schaut euch die Videos an, vielleicht ist da was dabei für euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde in die Beschreibung natürlich den Link packen von seinem Kanal. Da könnt ihr dann direkt drauf. Wenn ihr einfach in die Beschreibung, zack, den Link anklicken, seid ihr auf seinem Kanal. Und natürlich von meiner Community noch, da kannst du auch Einlago und Videos posten, bis du umkippst. Und ihr anderen auch, wer möchte. Oder kannst auch Leute mit einladen, absolut kein Problem.
Dir kann ich nur sagen, mach weiter so und verdiene 157 Abonnenten auf jeden Fall. Da können auch noch mehr rauf. Also klingt hier drauf, abonniert und es lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich echt cool. Mach weiter so. Und ja, ich werde auf jeden Fall öfters mal reinschauen. Ist ganz interessant hier, gerade mit Payday. Finde ich cool. Ja, ansonsten, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wieder morgen bei der nächsten Kanalvorstellung. Euer Revano. Ciao.